Die Frage heißt eigentlich doch, was können wir unseren Kindern mitgeben, damit die im realen Leben diese Lust und diese Freude spüren, Gestalter dieser Welt zu sein. Wenn ich keine Freude am Tätigsein mehr habe, dann wähle ich einen Beruf, der mir keine Freude macht. Dann arbeite ich nur, um Geld zu verdienen. Alles das, was ein Mensch macht ohne innere Beteiligung, arbeitet er nach einem Plan ab. Da kriegt er gesagt, was er zu tun und zu lassen hat, und das macht er dann. Und dafür kriegt er Geld. Das wird es für unsere Kinder nicht mehr geben, weil diese banalen Tätigkeiten, das können alles die digitalen Geräte machen. Mit anderen Worten, der Gärtner, der seine Rosen gibt, ist unersetzbar in der neuen Welt. Würde allen jungen Eltern sagen, Leute, macht, was ihr wollt, aber passt bloß auf, dass eines auf keinen Fall passiert, nämlich dass eurem Kind die Freude am Lernen abhanden kommt. Man kann dem Kind auch helfen, seinen Weg selber zu finden. Schließt euch zusammen, geht in die Schule, fragt die Schule, was ihr tun könnt, um die dabei zu helfen, dass hier kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Aber tut irgendwas.